Dass aus dem kleinen Berti ein großer Fußballstar wurde, lag an seinem Ehrgeiz und Fleiß. Ich musste mir unheimlich hart alles erarbeiten. Und an seinem großen Förderer Hennes Weisweiler, Trainer von Borussia Mönchengladbach. Weisweiler machte aus Berti Vogt den Terrier, einen der besten Verteidiger der Welt. Mit Gladbach holte Berti 5-mal die deutsche Meisterschaft und 2-mal den UEFA Cup. Und mit der Nationalmannschaft wurde er 1974 Weltmeister. Weltklasse waren auch seine Auftritte im Showbusiness. Zum Beispiel an der Seite von Ilja Richter, bei Rudi Carrell. Wer sind Sie? Berti Vogt. Oder als Schauspieler im Tatort. Gib dem Kaninchen eine Möhre extra. Es hat uns das Leben gerettet. Eine Hauptrolle spielte Berti Vogt als Bundestrainer. Sein größter Erfolg, der Gewinn der Europameisterschaft 1996. Später ging es ins Ausland, als Nationaltrainer von Kuwait. Jalla, jalla, jalla. Von Schottland, Nigeria und Aserbaidschan. Inzwischen lebt er längst wieder da, wo er groß geworden ist, am Niederrhein. Berti Vogt ist derselbe wie früher. Er ist nur ein bisschen älter geworden.